Ja, willkommen zum letzten richtigen Vortrag zum Deutschen Pearl Workshop. Danke, dass ihr mir zuhören wollt, wenn ich ein bisschen über Pearl 6 rede. Ja, mein erstes Pearl 6 Projekt ist ja gnadenlos eigentlich untertrieben, weil ich beschäftige mich mit Pearl 6 eigentlich schon seit 2005 und ja, und da weiß man schon die eine oder andere Sache. Darüber rede ich diesmal nicht, ihr wisst Bescheid. Das Logo gibt so viel Informationen ab wie nötig, sondern ich will halt diesmal über Goto reden. Bis ein paar Sätze zu meinen Personen, zu dem Namen, zum Projekt, aber die Hauptsache wird es halt um Pearl 6 gehen. Und zwar verschiedene verstreute Aspekte, weil mir geht es eigentlich jetzt auch nicht darum zu zeigen, oh, hier guckt man das. Pearl hat das tolles Feature und Pearl hat da ein tolles Feature. Das hat eigentlich der Herr Schittoff schon eigentlich ganz gut gemacht. Mir geht es eigentlich um das große Ganze. Was ich hier versuchen will, ist ein bisschen euch zu animieren, weil Pearl 6 ist, egal ob es jetzt nun Pearl oder nicht Pearl heißt, eine schöne, interessante Programmiersprache. Und wenn man mal so ein kleines, nützliches Projekt sich an der Seite anfängt in Pearl 6, kann man sehr viel Spaß haben. Ja? Es gibt so zwei, drei Sachen, die den Spaß vermiesen können, dass man in so Fallen rein stolpert, weil man ein paar Sachen gewohnt ist von Pearl 5 und Mist, das ist doch anders. Da will ich euch ein bisschen warnen und zumindest die Fallen zeigen, in die ich reingefallen bin, um euch zumindest den Frust zu bewahren. Vielleicht findet ihr neue Stolperfallen. Und der andere Aspekt, um den es in meinem Vortrag gehen wird, ist, das Schöne in Pearl 6 ist, wir haben ja dieses More Than One Way und das kann man in Pearl 6 noch zu ganz anderen Extremen finden. Sondern da könnt ihr schon immer das, was ihr ausprobieren wollt, mal voll funktional programmieren oder in jede Richtung, die ihr wollt, könnt ihr mal ausprobieren und eine Menge theoretische Dinge ausprobieren, ja? Um mal euren Horizont zu erweitern. Und das habe ich nämlich auch gemacht, als ich mein Projekt angefangen habe. Und darüber will ich halt auch berichten. Gut. Dieser Vortrag ist auch eine direkte Fortsetzung zu dem, was ich letztes Mal hier gesprochen habe. Mein Vortrag in Gummersbach war aus dem Leben eines Pearl 6 Modulautors, wo es um das Mathematics-Modul ging, also Matrizenmathematik. Der Vortrag war ganz in Ordnung, nicht perfekt. Die englische Version so ein halbes Jahr später, dann in Glasgow, die war, finde ich, meiner Meinung nach erheblich besser geworden. Deswegen empfehle ich euch, geht mal unter lichtkind.de Vortrag, da findet ihr die Links zum Video und PDF dazu. Das heißt, wenn ihr mal ein Modul in Pearl 6 schreiben wollt, da habt ihr so das nötigste Wissen. Ja? Das ist, Releasing ist mehr die Packaging-Seite und Writing ist halt mehr wie nachdenken über eine gute API und so weiter. Das wird Berührungspunkte haben mit dem, was ich jetzt machen will. Ein paar Sachen, die ich da damals noch ausgelassen habe, sind halt die Installationshelfer MI6 und R6, die sehr praktisch sind, was jetzt auch nicht unrelevant ist, wenn ihr jetzt ein Projekt in Pearl 6 habt und ihr wollt es ja auch irgendwann mal releasen unter Modules Pearl 6.org, dann ist, oder im CPAN auch, also die tauchen nicht in der CPAN-Suche auf, aber sind halt trotzdem dort, liegen dort, ja. Und was ich damals auch noch nicht wusste, es gibt das Repository Ecosystem an Bitrot, wo halt, funktioniert eher wie so eine Art, der Tracker funktioniert eher wie eine Art Mailingliste, wo halt über den derzeitigen Zustand der wichtigen Module, und da kommt man auch jedes Menge nützliche Feedback für seine Module oder überhaupt Packages, die man dort bereitgestellt hat, bekommen. Gut, fangen wir endlich an. Das mit dem Goto war natürlich reine Provokation. Der Vortrag wird natürlich rein gar nichts mit diesem die Metapher habe ich mir rausgepickt. Ansonsten hat das mit dem guten alten Goto-Befehl, den es unter Assembler und C gibt, hat nichts zu tun. Ihr kennt ja alles das Paper, habt ihr gelesen, die anderthalb Seiten, kennt ihr auswendig. Muss ich nicht weiter darauf eingehen. Worum es mir ging, ist, mein Werkzeug heißt halt Goto, weil Change Directory, was halt Tina auch kurz angesprochen hat,
damit wechselt man immer von einem Verzeichnis zum anderen. CD hier, CD dort, CD Punkt Punkt. Und da springt man meistens zum Verzeichnis, weil das ist ein bisschen eklig, lange Verzeichnisnamen einzutippen. Keiner will viel tippen. Und da hätte ich gerne Shortcuts dafür. Ja? Und mit meinem App Goto habe ich das. Und das ist ja letztendlich das, was mir diese Langstreckensprünge erleichtert. Ja, dass ich für Verzeichnisse, die mir wichtig sind, weil ich denke, vielen von euch geht's wie mir. Wir leben zumindest halbtags in der Kommandozeile. Ja, und da sind solche kleinen Werkzeuge, ja, noch so ein Kommandozeilenbewohner. Und da ist das ganz praktisch, wenn ich halt anstatt CD halt GT, ja. Und das Schöne ist halt, so wie CD in der normalen QWERTY-Taste direkt übereinander liegen, das heißt, es fließt sehr schön aus den Fingern. Und wenn man das halt leicht nach rechts oben verschiebt, dann fließt das genauso halt GT. Das heißt, die Umstellung ist sehr einfach. Und mittlerweile kennen das meine Finger auswendig und ich könnte ohne GT gar nicht mehr leben eigentlich, ja. Und es wird auch, also zuerst gab es die per 5 Version, in per 6 Version gibt es auch bald auf GitHub. Das war auch für den Namen sehr wichtig und der Name sagt halt, was es soll. Go to Directory, ja, eigentlich. Gut. Und was auch halt ein bisschen praktisch ist, in dieser Listenartenübersicht kann man sich auch die Verzeichnisse, in die man springt, ein bisschen anordnen und hat dazu, na, kein Projektmanagement, aber man hat so ein bisschen eine To-Do-Liste, der Liste der Projekte, die gerade wichtig sind und kann die in der Wichtigkeit ein bisschen priorisieren, kann ein bisschen angucken und schon dafür, finde ich, ist das für mich praktisch. Ja. Gut. Wie habe ich das geschrieben? Natürlich müssen die ganzen Verzeichnisse, in die wir springen wollen, irgendwo gespeichert werden. Das heißt, wir brauchen irgendwas zur Serialisierung. Wofür ich mir halt YAML genommen habe, weil in die Dateien gucke ich viel lieber rein. Ja, genau. Auch wenn es natürlich JSON da einfach zu implementieren wäre. Zum Glück muss ich es ja auch nicht selber implementieren. Es gibt ja Modules per 6.org. Und da kommt das erste Problem. Das Einzige, was man wirklich so richtig benutzen kann, ist einmal YAMLish, was halt so ein kleines Subset ist, weil Lesen und Schreiben, weil ich glaube, das normale YAML-Modul von Ingi ist Read-Only und wenn du schreiben willst, hast du halt Pech, ne? Das normale YAML-Modul. Und es gibt aber halt noch die Anbindung an die lib-YAML, könnte ich auch nehmen, aber ich komme mit YAMLish sehr gut aus, deswegen habe ich das dafür benutzt. Und natürlich, damit das Ganze funktioniert, muss natürlich in der Alias-Datei, die ich in der Bash habe, ich benutze leider noch keinen Z-Shell, diese Funktion angeben, die halt, weil ich brauche ja irgendeine Parameterübergabe von dem Skript, dann, und das habe ich halt dadurch gelöst, wenn ihr eine elegantere Lösung findet, dann sagt es mir, dass ich halt das in dem unter Last Choice in dieser Datei das ablege. Ne, und die gebe ich mir mit cat aus und Shell könnt ihr lesen. Ja. Und praktisch, wenn ich GT eingebe, dann rufe ich praktisch mir diese Shell-Funktion auf. Gut. Wenn ihr euer kleines niedliches Projekt in per 6 anlegen wollt, braucht ihr natürlich auch einen Editor, wofür es halt einige Alternativen gibt, Kefra leider noch nicht. Sorry, Jonathan, I just discovered it now. Das ist wirklich der Grund Nummer 1 für Komma, aber auch, weil es halt die ganze Palette an Werkzeugen hat, die ihr so braucht. Ich habe es jetzt ein paar Tage installiert gehabt. Auch das Syntax-Highlighting mir ein bisschen geändert auf das, was ich gewohnt bin. Ging alles sehr gut und ich war überrascht, wie viele Fehler das findet. Es ist immer noch ein relativ junges Projekt, aber erstaunlich mächtig. Und wie gesagt, man kann die per 6 Entwicklung direkt damit unterstützen, wenn man halt Subscription bei ihm hat oder die freie Version, die jetzt frisch seit 2 Tagen draußen ist, ist auch schon relativ mächtig. Ja. Und das sage ich halt, weil normalerweise von der Machart bin ich eher gewillt, sowas wie Atom gut zu finden. Und Leute, die halt auf Filmen festhängen, gibt es halt einen schönen Artikel, wo das erklärt ist.
Naja, die nicht davon wegzubewegen ist. Die kannst du sonst was sagen. Die bleiben halt bei Wim. Das meint, das war jetzt keine Wertung, dass Wim schlecht ist oder so. Gut. Da gibt es hier diesen schönen Artikel, da wollte ich jetzt gar nicht so tun, als wenn ich da was erfunden hätte, wo man das nachlesen kann, wie man Mim dafür einstellen kann. Und natürlich für die Emexianer entsprechend, ja, es gibt auch diese Toleranz. Genau, aber es gibt dann auch den Persex-Mode, der einiges kann. Aber diese, wie gesagt, die sind nicht lang so umfangreich wie Komma. Also Komma ist auch vom Funktionsumfang und auch von der Einfachheit, weil die Atomsachen, das waren auch einzelne Pakete, die man einzeln dazu installieren muss. Und das ist, und da sicherlich, Komma ist fett, das dauert eine Weile, bis das überhaupt seinen Hintern hochkriegt und bevor das überhaupt laufen will. Aber wenn es dann wirklich mal geladen ist und sich dazu bequemt hat, dann zu starten, ist es relativ, auch die Oberfläche ist gut aufgeräumt und na gut, sehr schön. Dann zu den Stolperfallen. Eine der wichtigsten Änderungen sind, die Arrays haben kein Auto-Flattening mehr. Darüber bin ich einige Male gestolpert, dass halt ich irgendwo ein Array hinstelle und von Perl 5 ist es man ja gewohnt, ne? Der breitet seine Elemente in der Landschaft aus. Hier nicht. Das heißt, wenn ich mal das brauche, muss ich dahinter hinter die Liste .flat oder .list packen, um alles zu erreichen. Ja, das ist wirklich eine kleine banale Sache, aber es ist halt drin im Denken, ne, wenn man von Perl 5 kommt. Genau, die andere Sache ist banal, aber ne, minus 1 ist halt, das letzte Element ist halt jetzt Sternchen minus 1. Das ist auch wie so ein Draht, über den man immer wieder mal leicht drüber fallen kann. Aber das ist nicht so wichtig. Also, ist so. Wir haben echt auch echte Hashes. Das heißt, das sind keine komischen Listen, sondern das sind echte Hash-Objekte. Und damit kann man zum Beispiel solches machen. Das ist ein Map. Ja, und ich habe hier eine Liste, die heißt Columns, also ein Array. Über den mappe ich, soweit so gut, wie man es kennt. Map bekommt halt diesen Block, der ausgeführt wird. Dollar underscore heißt immer noch das Gleiche. Halt, das Rows müsst ihr nicht beachten, es ist halt irgendeine komische Variable, aus der ich mir Werte rauspule. Was entscheidend ist halt Oberlehrer. Das Fettkomma bedeutet immer noch das gleiche wie vorher. Das macht mir halt ein Pair mit Key und Value. Und das heißt, Map spuckt mir natürlich immer wieder eine Liste aus. Das heißt, eine Liste aus Key und Values. Aber diese Liste ist umklammert mit runden Klammern und die wandle ich mir zum Hash um. Das heißt, so habe ich mir mit Map wieder ein Hash gebaut. Ja? Und you don't believe me? Alright. Und das ist halt der Grund, warum ich das nenne, ist halt nur, weil es jetzt halt keine weil Hashes keine Listen mehr sind, heißt das aber nicht, dass diese ganze Funktionalität, die wir aus Perl 5 gewohnt sind, dass die nicht trotzdem noch, dass ich das nicht weiter nutzen kann, dass ich diese schöne Kooperation aus Listen und Hashes habe. Ja, das heißt, so die ganzen schönen Tricks, die wir gewohnt sind, die das Leben einfach machen, die sind immer noch alle da. Bloß der Syntax hat sich leicht geändert. Ja? Und deswegen will ich das euch halt ein bisschen ermutigen, es wenigstens zu versuchen. Und dann meistens findet sich eine Lösung, die Sachen eigentlich auch von der Semantik her genauso zu machen, wie es vorher in Perl 5 ging. Ja? Wie bitte? Das ist eine äußere Schleife. Das ist der Iterator einer Schleife, die drumherum ist. Das habe ich immer rausgepastet, weil es ging wirklich nur um das Hash. Was bedeutet das? Das ist, denkt ihr mal den oberen Teil auf Ausrufezeichen weg. Der Punkt ist die immer, also ist der Punkt mit dem praktisch Methoden. Das ist der Zugriff auf die Attribute des derzeitigen Objektes. Ausrufezeichen sind die privaten. Das heißt, ich greife hier auf ein privates Attribut des aktuellen Objektes zu.
Wie denn? Zeig es mir nachher. Ich bin gerade woanders. Ja, Frau Lehrerin. Gut. Eine andere Sache, die vielleicht zu beachten ist, weil wir jetzt auch echte Typen und davon auch eine ganze Menge haben, ist halt, sind weniger Dinge als jetzt Strings als in Perl 5. Das heißt, in Perl 5 benutzt ihr relativ häufig EQ, um halt Strings zu vergleichen. Und in Perl 6 benutzt ihr wahrscheinlich wesentlich mehr Equivalence. Das heißt, es wird die Äquivalenz von zwei Werten geprüft und das bedeutet, sie sind vom gleichen Typ und haben den gleichen Wert. Ja, das heißt, das ist auch so eine Stolperfalle, dass ich halt mal schnell EQ hinschreibe, wenn ich eigentlich EQV meine und umgekehrt. Ja. Signaturen können überraschen. Zum Beispiel, das ist hier aus meinem Mathematics Modul und das, was ich zum eine der Sachen, die ich nicht kapiert habe am Anfang, war, was das hier ist, gucken. Das kommt relativ häufig vor und deswegen ist das eigentlich ganz gut als Anfänger, wenn man das weiß, auch wenn das erstmal ein bisschen obskur wirkt. Das heißt eigentlich nichts weiter als defined, also erstmal das Doppelpunkt D heißt defined, das heißt, also hier werden nur definierte Werte, also keine undefined akzeptiert. Aber da ist noch was anderes. Ich habe ja danach noch einen Doppelpunkt und das ist noch was Spezielles, was relativ häufig in Signaturen findet. Diese Methode, die wird autogebildet, das hat damit nichts zu tun. Ignoriert mal dieses Bild und so, das hat das mit diesen auto-generated Getter-Setter zu tun. Darauf kommt es jetzt nicht an. Was ich euch zeigen wollte ist, wir haben hier keine Argumente, das hat keine Argumente, und der Ergebnistyp von der Methode ist bool. Ja, das, was die macht, ist möglichst einfach, ne, square. Unsere Matrix ist quadratisch, wenn Anzahl der Zeilen, Anzahl der Spalten ist. Soweit keine Gehirnüberlastung. Das, was entscheidend, wozu brauche ich, muss ich dann den Typ angeben? Ganz einfach. Das ist sozusagen, das betrifft das Self. Das Self ist sozusagen immer das erste Argument, was an die Methode übergeben wird. Deswegen steht das auch in der Signatur am weitesten links. Und alles, was ich damit erreichen, und wir sind ja in der Klasse von Mathematics, das habe ich mir mal geborgt, ich kann praktisch, das Self muss definiert sein. Das heißt, die Methode New hat eine Sonderrolle. Das heißt, wenn ich erstmal sage, ne, Klasse Mathematics.new, dann habe ich erstmal kein Objekt. Das New liefert mir das neue Objekt erst zurück. Das heißt, wenn ich das aufrufe, Mathematics New, und das wäre praktisch die Signatur von der New-Methode, also hier, wenn hier Method New stehen würde, dann hätte ich hier einen Typfehler, weil ich habe praktisch erstmal nur dieses undefined Mathematics, ich habe ja noch kein Objekt erzeugt und deswegen würde das abliefern. Das heißt, alles, was ich damit erreichen könnte, dass ich praktisch diese Methode nicht aufrufen kann als Mathematics und dann ist square, sondern ich brauche ein tatsächliches Objekt, auf dem ich dann ist square aufrufe. Ja? Das ist, es sieht erstmal nach einer esoterischen Feinspitzigkeit aus, aber das kann, ist mir mal sehr böse auf den, auch auf die Füße gefallen. Ich hatte nämlich zum Beispiel jetzt in dem GoTo-Tool eine Methode, die hieß GetIDs und da habe ich tatsächlich Pair-Objekte hier reinbekommen als Attribut, aber obwohl das ist jetzt das Analogon, die waren allerdings nicht definiert. Okay, jetzt bin ich gesprungen, aber die waren nicht definiert. Das heißt, hier hatte ich schon, weil man denkt ja, das ist ein positionales Argument, das ist nicht benannt. Ich habe hier also keinen Doppelpunkt davor. Und positionale Argumente sind notwendig. Das heißt,
die müssen angegeben werden. Das heißt, ja, ja, klar, wenn die Methode überhaupt aufgerufen wird, dann ist da ein Argument. Ja, aber was ist da, wenn da an der Stelle dann undef ist? Also von dem Typ, also schon ein Objekt drin, aber was halt keinen Wert hat. Und da, das habe ich nicht bedacht und ich, da habe ich wirklich mindestens einen Tag mit Debugging damit zu getan. Und an solchen Stellen ist das halt wichtig, ja. Und wie gesagt, und wenn ihr halt auch sicher gehen wollt, dass die Methode selber nicht aufgerufen werden kann mit nur Klassennamen, dann müsst ihr halt auch dran achten, dass ihr auch sowas halt immer angibt, ja. Weil ihr ansonsten kein Objekt habt, auf das ihr zugreifen könnt und dann die schönsten Käfer habt, die ihr immer über Tage verfolgen kann. Das ist viel Spaß, ja. Auch Objekte können überraschen. Soweit so klar. Ne? Alles wie gehabt. Wir haben im Objekt natürlich unsere Attribute und unsere New-Methode, falls das Autogenerierte nicht reicht. Aber das ist leider nicht das ganze Lied. Zum Glück nicht das ganze Lied, weil manchmal reicht das von der Funktionalität auch nicht. Sondern Bless ist immer noch da. Das heißt, ich habe hier halt meine New-Methode und irgendwo meistens der letzte Befehl in meiner New-Methode ist, da rufe ich halt self-bless auf, gebe dann die ganzen Argumente. Diese benannten Argumente bekommt dann die Sub-Method-Build und dann kann ich praktisch spezialisiert was machen. Und ihr denkt doch mal, ja, aber das ist doch zu spezial und das macht ihr doch nie im Leben. Ihr habt doch einfache Objekte, schreibt einfachen Code. Ja, aber die Attribute sind jetzt wirklich privat. Das heißt, hier mal so da hinten rum gemauschelt, so wie es in Perl 5 gibt, geht jetzt nicht mehr. Das heißt, wenn ihr während der Erstellung des Objektes auch die Attribute setzen wollt, geht das nicht in New. Ihr müsst euch eure eigene Submethod-Build bauen und dort könnt ihr dann bestimmte Werte setzen, wenn ihr die nicht nur setzen wollt. Wenn ihr benannte Parameter habt und damit die werden automatisch auf Attribute gemappt. Ja? Wenn ihr einfach nur die New-Methode irgendwie 2, 3 Werte setzen wollt, dann ist gut. Sobald ihr irgendwas berechnen wollt und ihr wollt dann innerhalb von New einen direkten Zugriff haben auf die Attribute, könnt ihr nicht, weil ihr habt nur ein Self, was wieder undef ist. Das ist das gleiche Problem, was wir vorher hatten mit einem Doppelpunkt, D, Doppelpunkt. Das heißt, ich habe hier praktisch ein Self, was undef ist. Das wird erst durch das Bless, wird ja das Objekt erst erzeugt. Das heißt, das ist ja erst erzeugt, wenn hier, ne, es was zu returnen gibt. Das heißt, wenn ihr dann auf die Attribute, wenn es noch kein Objekt gibt, kann ich auch nicht auf die Attribute zugreifen. Wenn ihr auf die Attribute zugreifen wollt, passiert das in der Build Method. Ja, deswegen, das ist vielleicht auch eine Stolperfalle, auf die man, ja, und so wäre das zum Beispiel in Goto, ist das ist an einer Stelle, wo ich halt, wenn ich halt mein kleines Goto-Skript starte, kriegt die New halt das Source-File, ne, das wird hier einmal die Datei ausgeschlürft, das wird halt den YAML-Serialisierer gegeben und das packe ich mir dann hier in die meine Hashes, in die ich das gespeichert habe. Ja, das ist soweit nichts Aufregendes, bloß die Möglichkeit, dass ich das überhaupt machen könnte, dazu muss ich mir halt eine Submethod-Build bauen. Ja, und dafür brauchte ich noch nicht mal eine New-Methode, weil ich diesen Quelldatei, die ich auslesen will, die gebe ich als benannten Parameter mit New an und das wird direkt rüber gemappt auf Build. Ne? Das heißt, ich habe nicht mal eine New-Methode, habe aber eine Build-Methode. Ja. Gut. Und es gibt noch einen zweiten Haken, so eine Feinheit, das ist halt schön, man hat einen Stolperdraht gerade so überschritten, dahinter war ein zweiter und bap, liegt man wieder. Muss man schon sagen. Und zwar, das Blöde ist halt, dieses Mapping sind halt nur Keys, aber da wird halt nicht unterschieden zwischen Listen und Skalaren. Da ich halt meine Rows in die Keys, die ich in dieser Data-Hash-Table habe, da das ja beides Listen sind, gut, sagen wir mal, wenn ich clever gewesen wäre, hätte ich da einfach Referenzen genommen auf Listen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber wenn er halt unbedingt so eine Liste braucht, dann bräuchte ich halt auch so eine Build-Method, ja, weil dann würde dieses Mapping natürlich nicht funktionieren. Gut, jetzt zum angenehmen Teil.
Der Imperator 6 hat einen relativ dicken Kern. Das heißt, die meisten Aufgaben, an die ihr denken könnt, gerade wenn die relativ kernnah sind, sind für euch schon gelöst. Ja? Die Dokumentation ist ziemlich gut, deswegen wollte ich den Vortrag auch nicht so gestalten, dass ich hier irgendwelche Features vorlese, die ihr genauso gut in der Dokumentation vorlesen könntet. Das ist redundant. Wenn, ja, guckt dort nach, das lohnt sich auf alle Fälle. Und selbst wenn ihr glaubt, nee, das ist nicht, weil ihr zum Beispiel, das ist wieder das gute alte Grab, ihr erkennt es aus Part 5, ne, blieb für Spielspaß. Was allerdings dieses Grab macht, ist, ich habe hier noch, also der Inhalt von dem Block ist eigentlich unwichtig. Das, was hier wichtig ist, ist der Parameter K für Keys. Das heißt, ich will eigentlich nicht die Values, die ich greppe, ich will nur die Indizes der Values, die ich greppe. Ja, das heißt, das Grep unter PIR 6 ist ungleich mächtiger. Ja, und das ist auch so eine Warnung, die ich an euch geben könnte. Nur weil er glaubt, ja gut, der Befehl macht ungefähr das und das, jetzt muss ich, aber ich will mehr, ich muss mir das selber schreiben. Nein, guckt in die Dokumentation, die PIR 6 Befehle können mehr. Mit einiger Wahrscheinlichkeit können die auch das, was ihr machen wollt. Ja, das ist nur mal als Beispiel. Wie gesagt, hier in meinem Skript spielt das hier keine Rolle, weil ich keine Typen oder nicht auf der unteren Ebene brauchte, aber denkt darüber als erstes drüber nach, was für Daten habt ihr und lohnt es sich, eigene Datentypen zu schaffen. Ja, das ist ja nicht eine Sache, an die man als PIR5-Programmierer als erstes denkt, aber als man spart sich eine Menge Code und kann eine Menge an vielen verschiedenen Stellen abkürzen, auch in Signaturen, wenn man eigene Typen hat, dann braucht man, kann man den, die Programmiersprache für einen das checken lassen. Das ist die eine Sache und die andere Sache ist, ich weiß nicht, wer auf der letzten Jepsi war und da meinen Rant über Objektorientierung gehört hat, wo es mir darum ging, Objekte ein bisschen anders zu sehen. Und zwar als verkapseltes Verhalten. Und in meinem kleinen Goto-Tool, da habe ich eigentlich die AppGoto, wo eigentlich nur die Parameter ausgelesen werden und so ein bisschen Logik gemacht wird. Ja? Ich habe praktisch wie so eine Tabelle mit Zeilen und Spalten. Das heißt, eine Spalte sind die Verzeichnisse, dann die Position, also die numerischen, dann die Kürzel. Und dann habe ich noch Zeit, wie oft wurde die besucht, wann wurde die als letztes besucht, wann wurde die erzeugt, damit ich das auch nach diesen Sachen sortieren kann. Und genau so, es gab eine Static-Hash-Table, so eine Static-Table, gab es schon im CPAN, aber so eine dynamische, wie ich das wollte, gab es noch nicht. Deswegen habe ich mir gesagt, ne, bist kein Kollegenschwein, schreibst den Code so gleich, dass er für die anderen auch nutzbar ist. Das ist praktisch die allgemein nutzbare Hashtable. Dann habe ich praktisch noch einen Layer drauf, der sozusagen die Spezialitäten von das, was ich brauche in meinem Goto. Und dann, dass ich wirklich nur minimale Aufrufe habe und einen richtig schönen kleinen Code habe. Das Schöne an diesen Sachen ist, das kann ich mal zeigen, weil da könnte man auch Komma in seiner ganzen Blüte sehen. Die Zeilen müsst ihr nicht lesen, weil es geht eigentlich nicht darum, um den Code zu sehen, sondern es geht darum, wollte ich euch zeigen, dass schon ein bisschen, hier ist die Bildmethode hier oben, die blende ich mal aus, aber das ist eigentlich, was ihr hier seht, das ist schon fast die ganze Klasse. Hier kommt noch unten eine Methode und das ist schon der ganze Code. Und das sind gute Klassen, sind meiner Meinung nach nicht länger als 100 Zeilen. Und dann müsst ihr schon irgendwas, also gut, ich habe auch Klassen geschrieben, die sind sehr viel länger. Wie bitte? Das ist kein Ausschlusskriterium. Ich habe mit Pascal angefangen. Es hat vielleicht abgefärbt. Ja. Sekündchen. Worauf ich hinauslaufen wollte, es gibt natürlich für alles seine Fälle, wann die Ausnahme, aber was man halt machen kann und gerade so, wenn man ein bisschen mehr machen kann mit Klassen wie in PIR 6, dann bietet sich das an, das so ein bisschen zu layern. Und jede Klasse, die man drumherum wickelt, kann dann so ein bisschen mehr. Und ich habe überall
kompakten, übersichtlichen Code. Ich weiß, wo es geschrieben wird, er ist einfach lesbar und es ist einfach eine Freude, ja, damit umzugehen. Das meinte ich auch, dass man halt dieses Experiment, wenn man halt sein erstes Perl-6-Programm hat, auch dafür nutzen kann, mal so ein... Es ist ja dein Projekt und das kannst du halt so, ne, wie so ein Kleingärtner, wenn er, ne, die ganzen, den Rasen auf eine Fläche flieht, also alles picobello und richtig schön und, ja, ziehen. Gut, weiter im Text. Und wie gesagt, ein paar, und bei dieser schönen Gestaltung spielen halt die Signaturen eine besondere Rolle. Ja, ich habe natürlich typisierte Variablen, auf die Sachen habe ich schon, bin ich schon eingegangen. Wir haben optional benannte Parameter, ich kann die Rückgabeparameter auch bestimmen, das habe ich auch schon gezeigt. Worauf ich eigentlich jetzt hinaus will, ist, das ist so ein Programmiertrend, der mir aufgefallen ist, wenn ich mit Perl 6 programmiere. Und zwar, dass ich in einer Methode sehr viel mehr Funktionalität reinstecke. Ja? Natürlich, ich glaube, das hat empfiehlt wird garantiert nicht. Mir ist nämlich aufgefallen, dadurch, dass die Perl 6-Befehle schon einmal relativ viel an Komplexität bewältigen können, bedeutet das also nicht, dass die Methode selber lang oder an sich kompliziert ist. Und das Zweite ist auch, dass ich also weniger um meine Seite denken muss, dass der Code für mich kompliziert ist, sondern dass ich dann mehr an den Benutzer denken kann, ja, und also praktisch an die API von außen. Und als ich halt ein bisschen vermehrt über API-Design nachgedacht habe, habe ich gemerkt, dass gerade wenn die Methoden dann so ein bisschen mehr werden, dann findet man ziemlich schnell, dass es so Grüppchen gibt von Funktionen, die zusammengehören. Und wenn man halt dann ein bisschen mehr hat, dann dient es der Übersichtlichkeit, Sachen, die man vorher vielleicht in 2, 3 gepackt hätte, sondern in eine Methode reinpackt und stattdessen halt benannte Parameter oder mal so einen binären Parameter hat und die erweitern oder verkürzen den Namen und so kriegt man sehr schön beschreibende Namen für. Ich zeige da ein Beispiel, wo das dann klarer ersichtlich ist, was ich meine. Und dass auch dem Benutzer dadurch einfacher ist, die Funktionalität zu finden, einmal in der Dokumentation oder und zum anderen wird der Code auch sehr sprechender und sehr schöner. Aber es ist halt eine andere Art zu programmieren, wie man es unter Perl 5 gewohnt ist. Und deswegen sollte man über sowas aktiv mal nachdenken, bevor man halt Perl 6 programmiert. Ja, wie gesagt, einmal sind halt die Signaturen halt schön, dass nicht so wie in Perl 5 man am Anfang dieses Subroutinen erstmal so einen Block hat, wo man erstmal die ganzen Typ checken und das Sanitizing macht und bevor man dazukommt. Das ist halt die eine schöne Sache, aber das, wovon ich sprach, ist halt das Zusammenspiel. Die Signaturen plus Multi-Method Dispatch plus benannte Parameter plus, ne? Dann bildet sich sowas raus, was ich vielleicht Unternamensraum nennen will. Ja? Das ist zum Beispiel, ich habe zum Beispiel die GetRows. Ja, das ist von dieser kompletten Data Table, die ja universell benutzbar sein soll. Ja, wenn ich sage nur GetRows ohne was, na klar, gib mir einfach mal alle Zeilen, gib mir die ganze Tabelle letztendlich dadurch. Ja, natürlich, wenn ihr wollt, könnt ihr die auch sortiert haben. Das heißt, ich gebe mir irgendeinen Key und nachdem kriegt ihr diese Tabelle sortiert. Ja, oder halt reversed. Oder ich kann wie so ein Select drauf anwenden. Gib mir nur, wo der eine Wert, also so ein Key-Value-Wert ist, wo der erfüllt wird und dann kriege ich halt nur eine Selection daraus. Oder gib mir nur aus der Tabelle so und so viele Spalten. Ja? Vielleicht in Perl 5 wären das schon 3, 4, 5 Subroutinen gewesen. Aber hier habe ich das alles in eine gepackt, die einfache Code war, das 9 Zeilen, der relativ einfach zu coden ist und auch der Aufruf ist ziemlich schön. Das heißt zum Beispiel get rows und von denen nur die Columns, wenn ich das als benannten Parameter hinschreibe, ne, Columns, File so und so, dann ist ganz klar, was gemeint wird und ich habe halt durch eine kleine Routine halt 4 Funktionalität abgedeckt. Ja? Und das ist so dieser generelle Trend, den ich beobachtet habe und wenn ich halt Perl 6 schreibe und auch Perl 6 Code schreibe, über den ich mich freue, dass ich ihn geschrieben habe, weil es einfach schöner Code ist, schön kompakt und Menge kann und ja. Ja, im Layer darüber, ich habe ja, wo es dann Spezialität geht,
Das ist halt praktisch hier das Gleiche. Und da habe ich nur noch das Sorted By, aber hier habe ich eh nur meine bestimmten Keys, weiß. Dieses Beispiel habe ich aber gezeigt, weil ich boolische Parameter euch zeigen wollte. In der Signatur sieht das so aus, ich habe hier halt einen Parameter, der hat von Typ Bool und hat auch einen Default-Wert. Und das hat was damit zu tun, weil mein Goto-Tool hat natürlich eine Liste von Verzeichnissen, die ich reinspringen will, aber ich habe auch ein Archiv von verschiedenen Projekten, an die ich gerade nicht arbeite. Ne? Und damit die mir nicht so mir die Sicht versperren, kann ich die in so ein Archiv abschieben und die erstmal dahin verschieben und später wieder zurück verschieben. Das heißt, ich habe ja eigentlich zwei Listen. Ja? Und manchmal will ich mir auch das Archiv angucken, um zu gucken, naja, vielleicht will ich das eine oder andere mal wieder rausziehen. Und da wollte ich, um mir das anzugucken, wollte ich nicht wieder noch eine extra Sondermethode machen, sondern ich muss dann beim Aufruf einfach nur Doppelpunkt Archive reingeben und dann ist das automatisch true. Das heißt, da ja Bool kann nur wahr oder falsch geben. Und weil hier das Default eh false ist, das heißt, wenn ich das den Namen beim Aufruf angebe, habe ich dann praktisch das sozusagen auf true geschaltet. Ja? Und das liest sich so, als wenn es eine Erweiterung des Methodennamens ist. Ne? Ich habe hier Objekt.Methodennamen und dahinter als Argument diesen Namen, das liest man ja hintereinander weg. Und das meinte ich auch so mit Namensraum. Es gehört ja immer noch zu diesem Namensraum. Zu diesem Namensraum der Methode, aber ich habe aber den eigentlichen Namen der Methode sozusagen erweitert dadurch, weil ich halt praktisch in der Signatur halt diese boolische Variable drin habe. Ja, und dass das auch eine Möglichkeit ist, wie ich mehr Funktionalität in eine Methode reinbringe, ohne dass die Lesbarkeit drunter leidet, sondern im Gegenteil. Ja. Und dann, wo natürlich immer das Augenmaß da entscheidet, ob das in dem Fall sinnvoll ist oder nicht. Ups. Oh, das war's. Danke.